Die Mieten in deutschen Großstädten sind oft extrem hoch. Wohnraum zu finden ist sehr schwer. Da kann man sich selbst ein WG-Zimmer manchmal kaum leisten. Was aber, wenn ein Vermieter kein Geld will, sondern Sex? Januar 2019. Eine Frau, nennen wir sie Laura, sucht verzweifelt nach einer Wohnung. Wenn sie keine findet, droht ihr die Obdachlosigkeit. Auf einer Kleinanzeigenplattform findet sie eine Anzeige. Sinngemäß, ein Zimmer zu vermieten, nur für Frauen in München, im Stadtteil Milbertshofen. Die Miete beträgt 50 Euro am Tag. Das sind 1.500 Euro im Monat. Damit ist die Miete fast dreimal so hoch wie der Durchschnittsmietpreis in München. Trotzdem trifft sie Erwin F. und nimmt die Wohnung. Was dann passierte, darüber streitet man sich ein Jahr später vor Gericht. Sicher ist, Laura kann die Miete nicht aufbringen. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass Erwin F. die 28-Jährige daraufhin zum Sex genötigt habe. Mindestens dreimal. Sprechen konnte ich weder mit Laura noch mit Erwin F. Auch ihre AnwältInnen sagen uns ab. Von Lauras Anwältin wird mir aber Antje Brandes empfohlen. Sie ist Opferanwältin und kennt solche Fälle gut. Mit was für einem Fall haben wir es in München mit Milbertshofen zu tun? Einem relativ typischen Fall, wo Männer sich von Frauen bemächtigen, die opfertypisch unterwegs sind, die sich am Rande der sozialen Gesellschaft bewegen, leichter angreifbar sind, weil sie vulnerabel sind, indem sie einfach nicht über die nötigen ausreichenden Mittel verfügen, zum Beispiel um sich eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt zu besorgen. Die ausreichenden Mittel fehlten auch Laura. Sie hatte wenig Geld, angeblich auch Drogenprobleme. Antje Brandes spricht auch darüber, dass die Betroffenen oftmals mit Scham reagieren, Schuldgefühle entwickeln. Der Gedanke: Wenn ich nicht selber mich in diese Situation gebracht hätte, dann wäre es vielleicht nicht passiert. Vor Gericht kommen diese Fälle selten. Auch weil die Betroffenen sich eine Klage oftmals nicht leisten können. Ich bin zurück in Berlin und will herausfinden, welche Angebote man auf dem Wohnungsmarkt bekommt. Ich mache einen Selbstversuch im Netz, suche nach einem Zimmer. Da nenne ich mich Julia. Hi, ich bin Julia, 20, Studentin. Ich suche ein Zimmer in Berlin. Toll wären 200 Euro, maximal 270. Liebe Grüße, Julia. Ich bin mega gespannt, ob ich jetzt auch so explizite Nachrichten bekomme, dass zumindest Clara passiert. Auf Clara bin ich bei meiner Recherche gestoßen. Sie ist 19, studiert Musikjournalismus in Karlsruhe. Vor 2 Jahren hat Clara ihre erste eigene Wohnung gesucht. Also ich habe mein FSJ in Mannheim gemacht und dafür eine Wohnung gesucht. Und ich habe dann Inserat reingestellt auf eBay Kleinanzeigen und auf WG gesucht. Und da kamen viele normale Nachrichten, aber auch so ein paar shady Geschichten. Also teilweise hatte es gar nichts mit Wohnungssuche zu tun. Claras Anzeige ist ziemlich normal. Sie schreibt, dass sie nette Leute mag, nicht so viel zahlen kann. Doch in einigen Antworten ging es nicht um Miete. Suche nach einer jungen Frau ab 18, die als Dankeschön würde ich für ein Treffen zum Kino oder Essen gehen jeweils 100 Euro anbieten und für weitere Treffen dann 300 Euro nach Absprache. Wow. Mega krass, ich meine, du warst ja noch nicht mal als 18. Ja, und stand ja auch drin. In die Richtung kam noch eine Sache, und zwar ein Typ, der auch so ähnlich geschrieben hat, dem ich dann eben auch erklärt habe, hey, die Wohnung ist mir zu teuer, ich kann maximal irgendwie 300, 350 Euro oder so zahlen. Und seine Wohnung hätte 400 gekostet. Und dann meinte er auch so, ja, er kann mir auch noch entgegenkommen für eine Gegenleistung oder so in die Richtung. Also Sex. Ja, ich denke schon. Also es klang sehr eindeutig. Weißt du noch, wie du dich damals gefühlt hast, als du das gesehen hast? Es ist halt einfach irgendwie ein blödes Gefühl, dass jemand, vielleicht habe ich auch in dem Moment gedacht, okay, ich hätte meine Anzeige anders formulieren müssen oder so. Oder da kommt, ich meine, eigentlich kommt ja aus der Anzeige nicht irgendwie raus, hallo, ich bin Clara und ich würde auch eine Wohnung nehmen, wenn ich mit Sex bezahlen kann. Es ist genau, wie Anwältin Antje Brandes gesagt hat. Die Betroffenen fühlen sich selbst schuldig und wehren können sie sich kaum. Wie hast du denn damals reagiert? Ja, also mir war es erstmal sehr unangenehm. Ich glaube, mit meinen Eltern habe ich am Anfang gar nicht so viel drüber gequatscht. Ich habe es halt Freunden irgendwie erzählt. Ich hatte auch eine Freundin, die auch schon mal sowas in die Richtung hatte. Meinte auch, ja, sie kennt es von ihrer Wohnungssuche irgendwie, aber nicht so viel. Also ich habe die Screenshots halt mehr so für mich aufbewahrt, aber ansonsten nichts gemeldet, gelöscht, blockiert. Im Fall aus München hat die Staatsanwaltschaft 2020 Anklage gegen Erwin F. erhoben. In seiner Wohnung soll er auch 2 Minderjährige zur Prostitution gezwungen haben. Dieser Fall sticht so hervor, weil der Vermieter die beiden Jugendlichen zur Prostitution gebracht hat, dass er sich an diesen Personen vergangen hat. Das ist auf jeden Fall eine Straftat. Erwin F. wird festgenommen und muss in Untersuchungshaft. Ende 2020 beginnt der Prozess.
Am Ende wird die vermeintliche sexuelle Nötigung von Laura allerdings fallen gelassen. Im Verhältnis fällt die Nötigung, schwer nachweisbare Nötigung dieser 28-jährigen Mieterin nicht ins Gewicht. Deswegen wird man solche Taten oft einstellen, um sich dann auf die ganz klar nachweisbaren, strafrechtlich relevanten Sexualdelikte gegenüber Kinder und Jugendlichen zu konzentrieren. Und so bleibt Lauras Fall bis zuletzt nicht eindeutig geklärt und ohne Konsequenzen. Ein paar Tage später haben auf meine Wohnungsanzeige einige Leute geantwortet. Rund 20 Nachrichten finde ich in meinem Postfach. Also hier gibt es viele Angebote, Wohnungen sind nicht unbedingt dabei. Wie stehst du denn zu eher ungewöhnlichen Möglichkeiten, Geld zu verdienen? Also jetzt nichts Schlimmes oder so. Hier ist einer, der hat keine Wohnung, der hat einen Job. Und zwar soll ich mit einem Freund vorbeikommen und dann leckt er unsere Schuhe sauber. Um ehrlich zu sein und mit offenen Karten zu spielen, der Punkt ist, dass ich devot veranlagt bin und eine Mitbewohnerin suche, die mich dominiert. Hier ist einer, der will, dass ich keine Miete zahle. Er würde alles einkaufen, er würde putzen, würde alles machen. Dafür müsste ich ihn halt zwischendurch mal ein bisschen dominieren zu Hause. Ist auf jeden Fall krass, was man für Nachrichten bekommt. Also es geht einfach primär um Dating oder Sex und nicht darum, jemandem bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und ich frage mich echt, ob das rechtlich so okay ist. Ich rufe jetzt mal Xenia an. Sie ist die Juristin in unserem Team. Hi, Xenia. Hi Jana, schön dich zu sehen. Schön, dass das klappt. Vielen Dank für deine Zeit. Meine Hauptfrage an Xenia: Ist das strafbar, wenn VermieterInnen sexuelle Handlungen statt Mietzahlungen wollen? Das Erste, worüber man nachdenken könnte, wäre eine Nötigung. Also insbesondere, wenn eine ganz konkrete sexuelle Offerte im Gegenzug für eine Wohnung angeboten wird. Das Zweite, worüber man nachdenken könnte, das wäre die Beleidigung. Da müsste also eine Ehrverletzung vorliegen in so einer Nachricht oder in so einem Angebot. Da könnte man sagen, ja, die Ehrverletzung liegt hier darin, dass quasi das Gegenüber, die Betroffene, zu einem Sexualobjekt degradiert wird sozusagen. Ich frage Xenia, was man als betroffene Person machen kann, wenn man Nachrichten mit sexuellen Angeboten bekommt. Man kann sich entweder immer an die lokalen Antidiskriminierungsstellen oder auch an die lokalen Mieterverbünde wenden, um sich da Rat einzuholen. Ansonsten ist es natürlich immer möglich, eine Anzeige bei der Polizei zu stellen. Das ist ja kostenlos. Und da würde ich dann empfehlen, immer den Sachverhalt möglichst konkret zu schildern und auch gleich Screenshots der entsprechenden Nachrichten etc. der Anzeige dann beizufügen. Super, vielen Dank. Du hast mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen mit deiner Einschätzung. Sehr gerne. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Im Münchner Fall streitet Erwin F. vor Gericht die schweren Vorwürfe gegen ihn ab. Trotzdem bekommt er in erster Instanz 3 Jahre Haft wegen schwerer Zwangsprostitution und ausbeuterischer Zuhälterei und der Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger. Für mich war das alles ja jetzt nur eine Recherche, aber es gibt ja Frauen, die wirklich in einer Notsituation sind und deswegen, also wie zum Beispiel im Fall von München-Milbertshofen, darauf eingehen, auf so ein Angebot. Das Urteil vom Landgericht München in dem Fall ist noch nicht rechtskräftig. Erwin F.'s Anwalt und die Staatsanwaltschaft haben Revision eingelegt. Der Fall geht nun an den Bundesgerichtshof. Lauras Fall dagegen hat das Gericht eingestellt. Ist dir sowas auch schon mal passiert oder kennst du jemanden? Dann schreib es mir in die Kommentare. Aber noch viel wichtiger, wenn du Hilfe brauchst, dann wende dich an den Frauennotruf. Die Nummer haben wir dir in die Infobox geschrieben. Die helfen dir und zwar umsonst. Hier kannst du dir noch ein Video von uns anschauen. Der Fall Lacey Spears. Die Frau, die für Likes auf Social Media ihr eigenes Kind getötet hat. Schau dir auch dieses Video von unseren Kolleginnen von Reporter an. Sie haben auch einen Selbstversuch gemacht und aufgedeckt, wie rassistisch und diskriminierend die Wohnungssuche sein kann.